Wer träumt nicht davon, irgendwann noch einmal ganz von vorne anzufangen und etwas richtig Kreatives zu machen? Für dieses alte Haus könnte dieser Wunsch bald in Erfüllung gehen, denn... Hier, entlang der Emil-Meyer-Straße, in der ehemaligen Feuerwache und der angrenzenden ehemaligen Bereitschaftspolizei, könnte in den nächsten 5 Jahren der Kristallisationspunkt für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Heidelberg werden. Auf einer Fläche von 4.500 Quadratmetern könnten sich Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft ergänzend ansiedeln. Proberäume, Ateliers, Büroflächen, Coworking Spaces können hier in Zukunft genutzt werden. Das wird in den kommenden Wochen nicht öffentlich beraten und abschließend am 14. März entschieden werden. Dann werden wir wissen, ob es hier ein Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum in den nächsten 5 Jahren geben wird. Und bevor sich der Gemeinderat entscheidet, haben sich 2 Dutzend Kreative für eine Probenutzung entschieden. Einige davon wollen wir jetzt mal besuchen. Thomas, Pro Drum Music School, Schlagzeugschule, man hört's schon. Wie lange gibt's euch schon? Wir sind in Heidelberg seit 2007. Ja, und seit 2007 auch immer auf Raumsuche, ist das korrekt? So sieht's aus. Wir hatten Räume in Aussicht, schöne Räume, und sind dann vorübergehend in ganz kleine Räume gezogen und unser ursprünglicher Raum ist dann geplatzt. Und seitdem sind wir quasi in der Notlösung in Heidelberg. Und habt jetzt die Übergangsphase, Testphase des Kreativwirtschaftszentrums dankbar angenommen? So sieht's aus, ja. Sehr dankbar. Ja. Zu wie viel seid ihr jetzt hier drin? Wir sind 6 Lehrer insgesamt und haben insgesamt so an die 100 Schlagzeugschüler im Alter von 6 bis über 60. Kellerräume stehen traditionell ganz im Zeichen der Musik. Denn nur wenige Türen weiter spannt der klassische Schlagzeuger Martin Hohmann gerade neue Ziegenfelle auf seine Pauken auf. Ich glaube, dass ich so von dem, wie ich aufgestellt bin, wie ich arbeite, das hier ganz gut ergänze, dass ich die Bereiche, die ich so abdecke, dass sie sehr interessant sind für so ein Haus. Wenn man überlegt, dass sowas vielleicht sehr breit gefächert sein kann, ist das ein Bereich, der sehr interessant ist. Also ich mache sehr viel neue Musik, sehr viel Avantgarde-Musik, mache auch sehr viel alte Musik. Also hier sehen wir natürlich auch alte Instrumente und habe ein Ensemble für neue Musik, mit dem ich sehr viel spiele, das hier auch teilweise proben könnte. Mhm. Also es würde praktisch auch die Szene hier ein bisschen bereichern. Also es würde auch hier ein paar Sachen herbringen. Ich glaube, die Mischung ist sehr interessant. Mhm. Die passt hier gut rein. Das Einzigartige an der ehemaligen Feuerwache ist, dass die Räume letztendlich vorgeben, was hier drin passieren soll in Zukunft in der kreativwirtschaftlichen Nutzung. Hier unten befinden wir uns in einem Bereich, der früher von der Feuerwache genutzt wurde, um deren Atemschutzgeräte zu testen. Ja, dafür haben die hier so einen Raum in Raum gebaut. Hier wird vielleicht mal demnächst ein großes Mischpult stehen. Das Untergeschoss bietet letztendlich Raum für bis zu 8 Proberäume plus ein Tonstudio. Das Angenehme ist, dass diese Räume auch barrierefrei zu erreichen sind. Wenn wir jetzt hier rausgehen, kommen wir eben in den sogenannten Tiefhof. Hier könnte ein Gemeinschaftsraum für die Musiker sein. In diesem Gebäude, dem Gebäude der ehemaligen Bereitschaftspolizei, das dem Kreativwirtschaftszentrum zugerechnet werden soll, werden oben Büros entstehen und hier unten ist eine kleine Wohneinheit, die auch als Wohneinheit beibehalten werden sollte für die Musiker, die hier Produktionen machen und für längere Zeit dort sind, dass sie eben auch gleich die Möglichkeit haben, hier zu wohnen. Aber bevor Sie jetzt einziehen, möchte ich den leicht verklärten Blick aus dem Fenster nutzen, um einen wichtigen Termin durchzugeben. Am Sonntag, den 3. März, ist hier Tag der offenen Tür. Von 14 bis 18 Uhr können Sie sich selbst ein Bild machen, einen Blick in die Räume und Ateliers werfen, Ausstellungen besuchen, echte Kreative treffen und Künstler streicheln. Deshalb Sonntag, den 3. März vormerken und jetzt wieder zurück an Frank Zumbruch, der noch einiges zu erzählen hat. Hier unten haben wir Atelier und Werkstätten. Die Ateliers und Werkstätten, die eben auch mit dem Auto erreicht werden können, das heißt gerade für Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, die handwerklich arbeiten und öfter mal schwere Dinge auch zu transportieren haben, die können diese Räume wunderbar nutzen. So, jetzt sind wir im Innenhof. Man sieht jetzt nochmal schön
den Dreiseitenhof mit dem Hauptgebäude in der Mitte, mit den ehemaligen Fahrzeughallen, die künftig als Veranstaltungsfoyer und für Unternehmen der zweiten Wertschöpfungsebene, die jetzt eher stark auch Lagerflächen beanspruchen und große Zufahrten benötigen, oben drüber Büronutzung entlang der Terrasse und ganz oben drin eben die Turnhalle, die als Co-Creation-Raum genutzt werden könnte. Hier haben wir den Werkstattflügel. Hier in der Mitte, in dem großen Atelier der ehemaligen Schlosserei, ist Peter Robert Keil. Peter Robert Keil gehörte zu den Berliner Jungen Wilden um Fetting, Baselitz, Elvira Bach und Konsorten herum, war Schüler von Miro und ist jetzt für 3 Monate hier in Heidelberg, um hier zu arbeiten. Seine Arbeiten werden ab dem 17. März in der Feuerwache gezeigt, als Werkschau. Das Geld für die 3 Monate wurde gesammelt von der Keil Collection über den Freundeskreis, die dem Künstler ermöglichen, hier zu arbeiten, zu leben. Komm, hier kommt er gerade raus, Peter Robert Keil. Ich finde es gut hier, ich finde es perfekt. Ja. Ich meine, ich habe ja hier auch Bedingungen, also, wo ich mich hier entfalten kann. Ich habe ja hier Fläche, Fläche, wo ich mal arbeiten kann. Ja? Ich sehe genug Fläche. Genug Fläche hat das potenzielle Kreativwirtschaftszentrum in der Tat. Vom Keller über das großzügige Foyer bis hin zu den oberen Geschossen. Aber wir haben leider nicht mehr genug Zeit, um alle Kreativen vorzustellen, die in der Pilotphase hier ihre Zelte aufgeschlagen haben. Auch wenn es sich natürlich lohnen würde. Fühlen Sie sich also eingeladen, selbst mal vorbeizuschauen. Und am besten geht es bei einem Café in der Kreativwirtschaft-Tapete und natürlich am Tag der offenen Tür am 3. März von 14 bis 18 Uhr. Und sorgen Sie dafür, dass dieser einmalige Platz auch nach der Pilotphase der Heidelberger Kreativwirtschaft erhalten bleibt. Reichen Sie diesen Film weiter, sprechen Sie mit Ihrem Gemeinderat oder Ihrer Gemeinderätin und sorgen Sie dafür, dass die Metropolregion um diese einmalige Heidelberger Kreativfacette bereichert wird. Es lohnt sich. Garantiert.